Keratokonus und Corneal Cross-Linking. Es handelt sich um ein therapeutisches Verfahren bei Zuständen des Auges, in denen eine progressive Verdünnung und Erweichung der Hornhaut, die Ekstasie, vorhanden ist, für die Stärkung der mechanischen und biochemischen Stabilität der Hornhaut innerhalb des kornealen Stroma durch streng lokalisierte Photopolymerisation mit maximalem Schutz des umliegenden Gewebes. Was also der Name Corneal Ekstasy umfasst eine Gruppe der Hornhautbeschädigungen, die sich durch eine Verdünnung der Hornhaut beziehen, die zu einer Okklusion führen und praktisch zum Astigmatismus führen. Die Veränderungen sind progressiv und führen zum Verlust der Sicht und verringerter Toleranz von Kontaktlinsen bis zur kompletten Unmöglichkeit des Erhaltens der Kontaktlinse auf dem Auge. Im letzten Stadium folgt die Perforation und praktisch eine Transplantation der Netzhaut wird unumgänglich. Am häufigsten angeborene Ekstasien sind Keratokonus und Pellucide marginale Degeneration und sie wurden nach bestimmten Entzündungen erhalten und durch ähnliche Zustände durch die Erweichung der Hornhaut erreicht. Das Gemeinsame für alle Ekstasien der Hornhaut sind die reduzierte biomechanische Kraft wegen der reduzierten interfibrillaren Verbindungen wegen dieser Zustände. Das neue Konzept in der Behandlung dieser Zustände, also Corneal Crosslinking oder CCL, basiert sich zuerst auf dieses Mechanismus, um durch die Stärkung der Hornhaut praktisch den Bedarf an Transplantation zu reduzieren. Die Prozedur besteht in einer homogenen Durchleuchtung der Hornhaut und es wird mit einer Lösung gedrängt praktisch im Laufe einer bestimmten Zeit, wodurch Mechanismen der Stärkung in Gang gebracht werden, praktisch der Verbindung zwischen dieser Kollagen-Verbindung. Die praktisch Prozedur ist schmerzlos und sicher.